So, da sind wir auch wieder zurück bei God of War. Und ja, letztes Mal wusste ich ja nicht recht, wo es hier weitergeht. Kurz nachdem ich aber ausgemacht habe, ist mir eingefallen, wie es weitergeht. Und ja, falls ihr jetzt unter den anderen Teil schon geschrieben habt, falls er schon hochgeladen wurde, wie es weitergeht, konnte ich es leider noch nicht lesen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier jetzt gerade spiele, ist der Teil davor noch gar nicht hochgeladen worden. Deswegen danke an alle, die mir helfen wollten, sage ich jetzt schon mal so. Und tut mir leid, dass ich euren Ratschlag jetzt nicht so, ja, befolgen kann, sag ich mal. Auch wenn ich ihn befolge, aber naja. Naja, auf jeden Fall muss ich einfach hier runterschwimmen. Und dann war, glaube ich, hier irgendwas. Ich mich recht erinnere, ja, genau. Genau. Wusste ich doch, dass da irgendwie was war, ja. So, und jetzt muss man den Kopf, glaube ich, drehen. Also, was heißt, glaube ich? Nehme ich jetzt mal stark an. Ja. Das ist mir, ja. Und da habe ich mich die ganze Zeit, als den Teil davor bearbeitet habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, Idiot, warum probierst du nicht einfach mal da in das rot gefärbte Wasser zu springen? Naja, aber ist ja jetzt auch egal. Jetzt weiß ich ja, wie es weitergeht. Und von daher können wir die Sache dann vergessen. Ja, Leute, die Stelle wird lustig. Sie wird definitiv sowas von lustig. Oh Gott, die Stelle habe ich beim ersten Mal durchspielen sowas von verflucht. Weil, oh ja, ihr seht schon. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ja, ihr seht rollende Felsen, die sehr schnell rollen und sehr durcheinander. Und wie ihr vielleicht bei der, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber bei der Zwischensequenz konnte man etwas sehen. Und zwar, dass ich gestorben bin. Nein, man konnte eigentlich sehen, dass an den Seiten dieses Ganges, aua, Türen sind. Ja, und die dürfen wir öffnen. Oh Gott, Alter. Ja, und da stellt sich auch schon das Problem. Es sind viele Türen und nur eine davon ist die richtige, wo es weitergeht. Das heißt, wir müssen jede Tür einzeln öffnen und möglichst einen günstigen Zeitpunkt abwarten, wie den jetzt zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt nicht gerade versaut hätte. Dann wäre er gar nicht so schlecht gewesen. Oh, ey, der hat mich doch gar nicht berührt. Oh Gott, das wird so lustig. Das wird so lustig. Ich bin jetzt schon am Lachen. Komm, zieh. Mach, 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 mach. Kratos. Oh Gott. Uff. Hui, das war jetzt aber gerade elegant. Aber es war natürlich die falsche Tür. Oh, heilige Scheiße. Kleister Kaka. Oh Mann. Und ich glaube, da gibt es auch gar keinen anderen Trick, als das so zu machen. Ja, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Jetzt aber. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kratos. Oh. Ah, war natürlich auch die falsche Tür. Oh. Okay, nehmen wir die nächste linke Tür. Ah, okay, das wird zu knapp. Ich habe mir leider beim ersten Mal durchspielen nicht gemerkt, welche Tür es ist. Vielleicht werden die auch einfach so random immer erneuert. Ich habe keine Ahnung. Okay, es war wieder die falsche. Wer denkt sich sowas aus? Okay. Aber wenn man weiß wie, dann geht's eigentlich. Na, jetzt wird's zu knapp. Na, es wird auch zu knapp, vor allem weil Kratos gerade nicht reagieren wollte. Direkt zweimal überrollt, ist auch toll. Oh Gott, ey. Weißt du, dann macht man sich so viel Mühe und dann ist es noch nicht mal die richtige Tür. Das ist ja das Tolle daran. Nein. Oh, komm schon, Kratos. Schneller. Okay, aber hier ist immerhin eine Energiekiste drin, die mir auch sehr viel nützt. Oh Mann, ey. Also der Entwickler, der sich das ausgedacht hat, sollte gleichzeitig einen Preis kriegen, aber auch ein paar in die Fresse. Ist mir ehrlich.
Komm schon! Oh, oh. Oh, war es der richtige Gang? Ich glaube, es war der richtige Gang. Ja, es war der richtige. Ja, das ist natürlich nur das Problem. Leute, ich würde gerne auch noch die anderen Türen aufmachen, weil wer weiß, was sich dahinter noch verbirgt. Und deswegen tue ich das jetzt auch. Es klingt verrückt und es wird auch immer schwerer, je näher man kommt, wenn man dann immer kürzere Zeit hat. Warte. Ich hasse das, wenn immer so zwei Kugeln so nah hintereinander. Nein. Da immer dieses Zweiergespann, was da angerollt kommt. Nein! Verdammt! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Rein da! Oh. Schade, jetzt wird es nicht mehr von so epischer Musik untermalt. Ah, oh, das wird nichts. Na. Oh. Mein Finger tut weh. Gut, haben wir noch eine Tür? Ja, da hinten, ey. Aber hier auf der Seite ist, glaube ich, keine mehr, ne? Okay. Ja, lustig, ey. Ja, ey, ich hab die nicht mal berührt. Ja, das hasse ich, ey. Boah, gerade noch geschafft. Komm rein da. Ach, natürlich ist da nichts drin. Okay, alles umsonst. So. Ah, aber da geht's noch weiter. Ho, ho, ho. Klar, dass die mich neu erwischt. Ja, genau. Toll. Dann geht man hier rein und wird dann noch mit Gegnern bestraft. Oh, ey, war das gerade ein Krampf. Okay, ja, okay, ich bin noch nicht fertig, aber... für nichts her. Das ist sehr gut. So, sieht so aus, als wäre es auf Maximum, was? Das ist cool. So, tot. Da ist auch noch ein Buch, das ich lesen kann. So, dankeschön. Was steht denn hier? 8 Sackgassen, ein Ausgang. Finden Sie ihn, bevor die Flammen des Hades sie verzehren? Pathos, wäre das der dritte Haupt, euch deckt, Treue, Diener, Götter, bla bla. Ja, haben wir ja schon. Kann man hier irgendwie noch was machen? Nee, anscheinend nicht. Schade. Naja. Ui! Ui! Oh Gott! Oh! Kugeln! Nein! Wo war der Ausgang jetzt nochmal? Ich glaube, aber er war doch... Hier ist noch eine zu Tür. Wo kommt die denn her? Kommt ihr auf! Okay, war nichts drin. Sie war doch hier auf der Seite, oder? Ja, ich bin vergesslich. Okay. Ja. Ah, alles klar. Puh. Eine heiße Sache. Da können wir ein paar Minotauren jetzt auch nichts mehr anhaben. Weil ich das hier habe, das mir jetzt nichts gebracht hat. Ja. Ja, in einem meiner letzten Teile, als wir in diesem Raum waren, wo wir die Viecher da in dem Ring töten müssen, da habe ich mich auch vertan. Ich weiß, es sind keine Minotauren, sondern es waren Zentauren. So, nur mal zur Korrektur. So, Kopfnuss. Und einmal Kieferspalten. Oder Rachen. Oder so. So. Toad. Dafür lebt der hier noch. Aber jetzt nicht mehr. So, und ich nehme mal wieder mein dickes, schönes Schwert. Das ordentlich Schaden macht. Ah. So, oh, ja. Kopf ab, muss ich sagen. Ah, cool, das brauchen wir nur einen Schlag für den Bogenschützen. So. Was, das war's noch nicht? Okay, dann halt nochmal und nochmal. Ich spalte euch, bevor ihr aus eurem Boden, aus dem Boden steigen könnt. So. Weg ist frei. Aber da der da hinten noch ein Weg war, der nicht abgesperrt war, schätze ich mal, dass ich da wieder irgendwas finde. Oh. Oder auch nicht. Wer weiß. Bogenschützen. Okay, okay, okay. Ich drehe es mal um, weil die Bogenschützen werden mich dann abknallen, wenn ich darüber gehe.
Der hängt da. Warte, wo ist denn das? Da. Aha. Gott, die halten aber echt viel aus. Egal. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. So. Nein, warte, ich brauch Magie. Dankeschön. Okay, dann kümmern wir uns erstmal hier um die Gegner, damit wir da hinten unbeschadet rüber können. Ach, das ist schön, wenn die so zerfetzt werden. Okay, cool. Das hätten wir. Energie und Magie ist voll. Das heißt, wir können uns jetzt rüberhangeln. Und dann geht's weiter. Ja, und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass es immer noch alles im Tempel abspielt, der sich auf dem Rücken von dem Titan befindet. Ich finde sowas cool. So, tschüss. Wo kommt der jetzt her von da hinten? Aua. Aua. Hört auf mich zu hauen. Geht doch einfach weg. Nein! Ach. Entschuldigung. Ich habe aus Versehen auf X gedrückt. Das darf man hier ja nicht. Ja, ich bin noch an Darksiders gewöhnt, weil da kann man beim Hangeln X drücken, damit er sich ein bisschen beeilt beim Hangeln. Kratos kann das nicht, oder ich habe die richtige Taste dafür noch nicht gefunden. Keine Ahnung, aber... Naja. Ich versuche, dass es nicht wieder vorkommt. So, und jetzt haut ab da hinter mir. So. Okay. Was erwartet mich denn nochmal hier Schönes? Ich habe schon wieder vergessen. Weißt du was? Ich benutze mal den Medusenkopf. Den hatte ich schon lange nicht mehr. Wenn er mich hier loslassen würde. Leider hat man nicht die nötige Zeit, um die dann auf alle zu... Stein zu Klump zu hauen. So, komm. Steine. Alles klar. Ah, da kommt ein Centaur. Und Minotaur. Und was noch für Tower? Aua. Den hat's... und Aua, ja. Den hat's zerlegt. Das kann ich aber auch versteinern. Bei denen dauert's, glaube ich, noch ein bisschen länger. Tatsächlich. Aber es klappt. Cool. Ja, der Nachteil bei den Medusenköpfen ist halt aber einfach, dass man sich nicht bewegen kann, während man sie einsetzt. Ah, so. Tot bist du. Da sind wieder ein paar nette Bogenschützen. So, ich direkt alle mal ein zwei haue. Daneben. So. Hab auf mich zu kopfen müssen. Wenn das einer macht, dann bin ich das. So, stirb. Das hält nicht viel aus. Okay, ja, das hätten wir. Aber bevor wir diese Leiter hochklettern, ja, muss ich mich wie so oft mal wieder verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Teil von God of War wieder. Bis dann.